Im Strudel der Energien befinden wir uns seit Anfang des Jahres. Eine heftige Zeitqualität, eine heftige Energie, die manche von uns ganz schön beutelt und besonders die Hochsensiblen haben darunter zu leiden oder spüren dies sehr intensiv. Das ist das Thema von unserem Video heute. Ich freue mich, dass du da bist. Gleich erfährst du mehr. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind eines der größten Online-Portale für Weiterbildung im spirituellen Bereich für Webinare. Und wenn es dich interessiert, immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt zu erhalten, dann abonniere bitte gleich meinen Kanal. Ich danke dir sehr dafür. Ihr Lieben, heute geht es um die aktuelle Zeitqualität, mit der dieses Jahr begann und die uns begleitet, ob wir es wollen oder nicht. Und gerade die Hochsensiblen unter uns spüren diese Energien viel intensiver als andere Menschen. Jetzt gibt es verschiedene Erkenntnisse, wie wir mit diesen Energien umgehen können und auch wie wir aus der ganzen Lage, die sich vielleicht, wenn man sie oberflächlich betrachtet, sehr schwer anfühlt, wie man aus dieser Lage etwas Schönes sogar erschaffen kann. Meistens zeigen sich in solchen Situationen, wo die Energien sehr heftig sind, so wie jetzt, unsere Schatten. Das heißt also, die Schattenarbeit rückt noch mal einmal mehr in den Vordergrund und unsere Seele fordert uns auf, schaue dir deine Schatten an. Denn vieles, was im Außen geschieht, triggert unsere Schatten an. Schatten sind die Emotionen zum Beispiel, die wir nicht gerne sehen möchten, die wir in unserem Unterbewusstsein, in unserer Seele so auf die Seite gestellt haben, verschoben haben, eingepackt haben in einen Sack oder in eine Kiste, bildlich gesprochen, und die wir gar nicht gerne anschauen, weil es sind Dinge, die wir verabscheuen, die wir gar nicht gerne mögen. Jetzt lohnt es sich aber dennoch sehr, diese Schatten mal anzuschauen, denn letztendlich ist die Heilung der Schatten etwas, was uns zugute kommt, was uns danach, wenn wir es fertiggebracht haben, einen Schatten zu heilen, eine enorme Größe und Kraft gibt, das, was wir eigentlich vermisst haben, indem wir den Schatten weggesteckt haben, das bietet uns die Heilung dieser Schatten. Und jetzt, wenn wir die aktuelle Zeit betrachten, wir haben ein ganz großes Lügenkonstrukt im Kollektiv. Ganz viele Unwahrheiten werden erzählt und es kommt vieles ans Licht, was eben nicht der Wahrheit entsprach. Also es wird auch viel aufgedeckt und das wirbelt so insgesamt die ganze Energiestruktur der Menschen und des Kollektivs durcheinander. Da dazu kommt noch diese Angst, die künstlich hervorgerufen wurde und die sich auch irgendwie etabliert hat durch diese C-Sachen. Das, was alles gerade im Außen geschieht, hat ja auch ein magisches Ritual als Grundlage. In diesem magischen Ritual wurde eine Angst erzeugt. Und diese Angst hat sich in der Gesellschaft, man kann sagen, schon fast etabliert. Und dieser Angst, dieser kollektiven Angst, die mit dem Archetypen des Magiers verhaftet ist, können wir lösen. Es ist bezeichnend, dass dieses magische Ritual, also auch noch jetzt die ganze Gesellschaft, verändert, im Moment sehr unter Druck hält, sehr negativ sich äußert, aber letztendlich die Möglichkeit bietet zu einem noch viel schöneren, besseren Leben, wenn wir es schaffen, die aufzulösen. Und das ist mein Ansinnen, euch das nahezubringen, dass ihr euch damit beschäftigt, was jetzt
diese Arbeit mit den Archetypen, diese Schattenarbeit für das ganze Kollektiv für eine große Chance hat. Denn sobald man jetzt mit nur dem einen Archetypen gearbeitet hat, dem Magier, bekommt das ganze Kollektiv eine riesengroße Schöpferkraft. Sie bekommt neue Möglichkeiten, die Gesellschaft sich zu der neuen Erde, zu dem neuen Leben auf der Erde zu entfalten. Das ist gleichzeitig die Grundlage für etwas Wundervolles, Neues, Gutes. Und das zu erkennen, ist unsere Aufgabe. Dafür bin ich da, um euch all dies näher zu bringen. Der Magier hilft uns, neue Möglichkeiten für die Zukunft zu erschaffen und auch zu leben. Und die sollten wir doch erkennen, ergreifen und auch ausführen. Und da dazu ist es aber nötig zu erkennen, dass diese Angststruktur, die ja was ganz anderes bezweckt, die bezweckt Unterdrückung und Macht ausüben über die Menschen, dass diese Angststruktur uns in eine andere Richtung lenken möchte, aber gleichzeitig, wenn wir in die entgegengesetzte Richtung schauen, bietet sie die größte Chance für die Menschheit, dass wir uns zu etwas Neuem entwickeln können. Und diese Erkenntnis bringt uns weiter, kreativ zu sein. Und dafür muss der Schatten der Angst aufgelöst werden. Und das, wie das geht, überhaupt Schattenarbeit, erfährst du in meinem Webinar zum Medium Ausbildung der neuen Zeit Teil 4. Es ist ein ganz wichtiges Teil, denn es ist nicht nur für dich persönlich wichtig, sondern letztendlich für das ganze Kollektiv. Und je intensiver wir damit arbeiten, umso mehr können wir für die neue Erde erreichen. Und darin steckt gerade das Kollektiv fest. Und die Energien vom Universum, die wirken darauf ein. Und die sehr hochsensiblen Menschen, die haben damit am meisten zu kämpfen. Und du erfährst jetzt von mir, wie wir da am besten damit umgehen können. Die Schattenarbeit, die da für mich die Lösung ist, ist ja von Carl Jung, einem Schweizer Psychologen, erschaffen worden, sag ich mal, erfunden worden und auch die Arbeit mit den Archetypen. Und wenn ich das jetzt mal mit diesen Augen betrachte, dann kommt für mich ganz klar diese eine Form des Archetypen des Magiers zum Vorschein. Und das deckt sich so mit unserer allgemeinen Lage auf der Welt, dass der Archetyp des Magiers gerade uns alle beherrscht und unsere Schatten sind darin gefangen. Mehr oder weniger, je nachdem, wie weit man jetzt schon an sich selbst gearbeitet hat. Der Magier hilft uns normalerweise, uns neu zu orientieren. Er gibt uns Kraft, Möglichkeiten und Perspektiven zu entdecken, uns zu entscheiden und ein tolles Leben zu führen. Das ist die Kraft des Magiers. Er ist diese Schöpferkraft, die uns also vorantreibt. Wenn wir aber in der Angst verfallen sind, und das ist hier der Fall, die Angst ist der Schlüssel, um mit dem Archetypen des Magiers überhaupt erst in Kontakt zu kommen, beziehungsweise dort was lösen zu können. Also alles, was mit Angst zu tun hat, haben wir jetzt, nehmen wir mal an, in so einem Sack eingeschlossen und ihn in unserem Unterbewusstsein versteckt. Und diese Angst, die ist so groß, dass sie uns teilweise lähmt und wir Dinge tun, die wir gar nicht tun wollten. Siehe, was gerade so in der Gesellschaft passiert. Wenn das zu stark ist, wenn, also man erkennt daran, wenn man die Schatten weggesteckt hat, aber dennoch Dinge tut, die man gar nicht tun möchte, erkennt man, dass der Schatten sehr stark ist und man dadurch Dinge tut, die man sonst nie tun würde. Und das ist ein allgemeines Zeichen in der Gesellschaft, was ich so deute. Es ist so mein Gefühl, dass viele Menschen darin gefangen sind und dieser Schatten eine sehr große Macht hat.
Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht und diese Archetypen der Magier, das sind ja Seelenanteile, die im kollektiven Unterbewusstsein verankert sind, nach Carl Jung. Und wenn jetzt das ganze Kollektiv oder viele Teile vom Kollektiv mit diesem Schatten zu tun haben, nämlich mit der Angst. Mit der Angst vor allen Dingen, die hier so aktuell hochgespielt werden. Dann gewinnt der Schatten eine große Kraft und die Menschen tun Dinge, die sie eigentlich so gar nicht tun würden, weil sie einfach da drin gefangen sind. So, und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, da wieder herauszukommen. Und das erfordert dann die Arbeit mit dem Magier, mit deinem inneren Magier, diese Schattenarbeit, um wieder den Mut zu bekommen, sich dem zu stellen und zu sagen, okay, ich habe mich jetzt in was verstrickt, ist es aber eigentlich gar nicht meins. Und dann beginnt die Schattenarbeit. Wer übrigens von euch sich diesen ganzen Themen der Schattenarbeit stellen möchte und diese bearbeiten möchte, wer also so für sich selbst festgestellt hat, dass einige Schatten doch sehr intensiv wirken, dem empfehle ich sehr stark unsere Ausbildung Medium zum Medium der neuen Zeit Teil 4, was wir jetzt Ende Januar geben. Das ist die Möglichkeit für alle Menschen, die erkannt haben, dass Schattenarbeit ein ganz großer Weg für Heilung ist. Diese Ausbildung zu machen. Denn damit löst du zum Beispiel jetzt, wenn wir bei dem Beispiel der Angst sind, damit kannst du diese ganze Angst lösen, die dich gerade gefangen hält. Es gibt ja viele Ängste und die über den inneren Magier dermaßen in einem Konstrukt verschachtelt ist, dass du nicht drankommst. Also es gibt verschiedene Lösungswege, wie du dahin kommst und dann eine große Freiheit entsteht. Und sobald, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Magier bleiben, sobald diese Angst gelöst ist, dann ist der Mensch in seiner Schöpferkraft, in seiner riesengroßen Schöpferkraft und kann sein Leben wundervoll neu bestimmen. Und dieses Webinar, das ist absolut zu empfehlen, weil es unterstützt dich kolossal in der Schattenarbeit. Es unterstützt dich kolossal, ein wundervolles, besseres Leben zu führen, indem du das lernst, wie du das alles auflöst. Jetzt möchte ich dir ein paar Punkte erzählen, wie du erkennen kannst, dass deine Schatten aktiv sind, dass du viel in deinen Schatten versteckt hast. Nur mal vier Beispiele für dich. Und zwar, es kann sein, dass es Menschen in deinem Leben gibt, über die du dich ständig aufregst, die dich nerven, die du unmöglich findest, wo du dich tatsächlich heftig reagierst. Und das liegt dann meistens daran, weil diese Menschen Eigenschaften repräsentieren, die du für dich unterdrückst, die du vielleicht gerne selber haben möchtest, aber die du unterdrückst. Ein Beispiel. Und dann ein anderes Beispiel. Vielleicht, es gibt Menschen, die viele Idole haben oder die ein ganz großes Idol haben oder für Stars schwärmen und so. Ist auch ein Schatten, weil man für sich selbst diese Dinge, welche die Stars haben, nicht anerkennt, weil man also aus falscher Bescheidenheit so etwas für sich selbst abgeschworen hat. Deswegen hat man ein Idol und bewundert es, obwohl man vielleicht auch selbst so sein könnte. Das Dritte wäre, dass wir immer wieder bestimmte Dinge tun, ohne Absicht, so als stünden wir unter einer Kontrolle. Also indem wir Dinge tun, die wir vielleicht gar nicht möchten, aber automatisch tun, wenn wir nicht darüber nachdenken. Und das ist auch etwas, was wir für uns unterdrückt haben. Also ein unbewusstes Verhalten, wenn wir das auch immer wieder wiederholen, zeigt, dass da der Schatten aktiv ist. Ich muss immer noch manchmal husten. Wenn jetzt diese Dinge sich wiederholen oder wenn dir das auffällt in deinem Leben, dann heißt es, dass dein Schatten aktiv ist. Also es gibt noch mehr Beispiele, aber das ist jetzt einfach nur mal so ein bisschen ein Grund. Und wenn dir vom Außen, vom Kollektiv Dinge gezeigt werden, über die du dich aufregst oder wo du verrückt wirst, also sowas, was deine Emotion
verstärkt, dann kann das auch mit einem Schatten in dir zu tun haben, den du verschoben hast, den du nicht anschauen möchtest. Und da ist es Zeit, dass du richtig hinschaust, da ist es Zeit, dass du in die Heilung gehst. Und das lernen wir alles ganz genau in meinem Webinar über die Schattenanteile. Medium der neuen Zeit Teil 4. Das kann ich nur empfehlen. Das ist das ultimative Super-Webinar, um eben da in die Heilung zu gehen. Und es ist wirklich nicht schwer. Ich bringe es euch so rüber, dass es jeder versteht und auch jeder anwenden kann und dass du dich selbst heilen kannst und natürlich auch andere Menschen heilen kannst. Und jetzt die aktuelle Zeit. Sie gibt uns wirklich gerade die Möglichkeit, uns mit unseren Schatten zu beschäftigen, weil ja im Kollektiv diese Angst so sehr verhaftet ist und wir, ob wir es wollen oder nicht, immer wieder unbewusst mit dieser konstruierten Angst konfrontiert werden. Und das ist jetzt die Chance für dieses Jahr. Wir beginnen mit der Schattenarbeit und stellt euch vor, wie viele Menschen da in die Heilung gehen können, wie viele Menschen aus dieser Angstkonstruktion hinausgehen könnten, wenn sie denn daran arbeiten würden, wie kräftig und stark unser Kollektiv werden würde. Denn die Schattenarbeit hat da für uns eine ganz große Möglichkeit. Und wir arbeiten mit den Archetypen, den Archetyp des Magiers und noch drei anderen Archetypen. Es gibt ja insgesamt 12 verschiedene Archetypen und die Archetypen stehen für Seelenanteile in unserem Unterbewusstsein, die es sich gilt oder die es sich lohnt anzuschauen und mit denen zu arbeiten, man eine ganz enorme geistige und emotionale Gesundheit bekommt. Und die ist ja wichtig, diese Gesundheit, um schöne Dinge in unserem Leben anzuziehen. Ich habe übrigens auch die Resonanzakademie gemacht. Das mache ich immer am Jahresanfang. Einfach auch, um dadurch mein Leben für das Jahr zu planen, mein Leben in die richtige Form hinein zu führen, damit es erfolgreich und schön wird und damit es mir gut geht. Und das empfehle ich euch. Das sind alles Dinge, die aus meiner Erfahrung wirklich zum Erfolg führen und eine große Unterstützung für die Gesundheit sind. Und jetzt unterstützt uns ja auch noch das Universum mit entsprechenden Energien, sodass wir in der Lage sind, unsere Schatten noch viel leichter zu erkennen und dann auch aufzulösen. Wir werden jetzt eine Meditation machen, wo wir unsere Schatten erkennen können und diese dann mit Hilfe der geistigen Welt mit verschiedenen Energien bestrahlen werden und dann dadurch möglicherweise eine Auflösung geschehen kann. Ihr Lieben, ihr wisst, ich muss mich immer vorsichtig ausdrücken hier auf YouTube, weil ja die Zensur so krass ist und deswegen umschreibe ich manchmal etwas. Ich glaube aber, ihr versteht, was ich meine. Und so wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude dabei und ganz viel Kraft und Liebe und Licht. So, ich nehme mal eine Namenenergie, die ist dazu da, ganz viel Heilung und Licht zu bringen und zu unterstützen. Liebe Menschenfamilie, voller Freude darf ich dich heute empfangen, voller Licht und Achtsamkeit möchte ich dich einladen, etwas für deine Seele zu tun, deine Seele zu heilen und deiner Seele den Weg zu weisen, was gut für sie ist. Und so beginnen wir, das Licht von Smarana einzuatmen und uns mit diesem Licht auszudehnen.
So lass es einfach geschehen, denn es geschieht für dich zu deinem allerhöchsten Wohle. Und je mehr deine Seele im Licht der Sonne erstrahlt, umso kleiner werden deine Schatten werden. Und so erlaube dir jetzt, dich hinzugeben und dich tragen zu lassen von dieser Liebe, die dich umgibt, von der Liebe Gottes, welche über Smarana zu dir getragen wird. Und so führt dich nun deine Seele in eine Dimension des Lichtes, in welcher du deine eigenen Schatten erkennen kannst. Sei einfach neugierig wie ein kleines Kind und guter Dinge, denn das, was dir geschieht, ist zu deinem allerhöchsten Wohle. Und so führe ich dich auf diese Ebene, auf diese Seelenebene, dort, wo Licht und Liebe fließen und eine Leichtigkeit dich trägt. Du befindest dich auf einer Wiese, auf einem Lieblingsplatz deiner Seele. Und dort hast du dich hingesetzt und beginnst im Gras zu spielen. Du fühlst dich wie ein kleines Kind, ganz jung. Ganz neugierig. Und so lass dich einfach von den Energien tragen. Denn das, was du jetzt erlebst, das sind Zeichen deiner Seele, wo du mal genauer hinschauen solltest. Alles, was sich dir zeigt, kommt aus der Tiefe deiner Seele, und lass die Bilder einfach hochkommen und schau sie dir jetzt in Ruhe an. Und nun nimm diese Bilder, die sich dir gezeigt haben. Halte sie in deinen Händen. Und nun bitten wir die Engel, dich zu unterstützen, all das, was dich belastet, aufzulösen. Es geschieht voller Liebe, und du spürst in deinem Herzen, dass es zu deinem allerhöchsten Wohle geschieht. Und so darfst du dich öffnen, so weit wie du magst, um die Kraft der Liebe zu spüren, welche sich heilend über deine Seele legt.
welche sich schützend um dich herum legt und dich anhebt in deiner Energie, sodass du spürst, dass alles gut werden kann. Und sodass du spürst, wie Leichtigkeit sich einstellt und wie mit dieser Leichtigkeit vieles von dir genommen wird, an welchem du schwer getragen hast. Und wenn du nun deinen Schatten anschaust, kannst du sehen, wie er sich langsam auflöst. Du ganz allein nimmst wahr, was jetzt geschieht. Und lass es auch geschehen, denn es ist zu deinem allerhöchsten Wohle, was jetzt geschieht. Und wenn du nun wieder die Schmetterlinge und die Bienen sehen kannst, die schönen bunten Blumen sehen kannst, dann wurden viele deiner Schatten aufgelöst. Dann darfst du dich bedanken bei den Engeln, bei deiner Seele für all das, was gerade geschah. Und darfst dich erheben, denn nun trägt dich deine Seele wieder zurück in dein Hier und Jetzt. Viel Gutes ist dir widerfahren, viel Wunderschönes wurde dir gezeigt und in deiner Seele eingebettet. Und so komme mit diesen Geschenken langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bedanke dich bei allen Energien, die dir geholfen haben. Und sei wieder ganz da. Bewege Hände und Füße. Öffne deine Augen. Das war ein kleiner Ausflug in deine Seele, auf deine Seelenwiese, zu dem Lieblingsplatz deiner Seele. Dort geschehen oft magische Dinge. Und ich denke, es hat dir sicher gut getan. Und wenn dir mein Video gefallen hat und du immer gerne die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal, indem du hier draufklickst, und aktiviere auch die Glocke, dann wirst du immer informiert von YouTube, wenn ich was Neues sende. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.